Ja, liebe Sonja Volk, ich bin froh, dass Sie mit da sind. Sie sind Mentalcoach. Und das, was wir hier jetzt gehört haben, hat ja viel zu tun mit mentaler Einstellung. Also Definitiv. wenn ich in eine Gehaltsverhandlung gehe, sollte ich wahrscheinlich die Einstellung haben, ich bekomme das. Ja, und nicht ausstrahlen, ich bekomme das nicht. Ja. Was machen Sie konkret als Mentalcoach? Wer sind so die Menschen, die Sie begleiten? Ja, was mache ich konkret? Es bezieht sich auf verschiedene Bereiche. Ich unterstütze zum einen Spitzensportler darin, ihre sportlichen Ziele zu erreichen, sprich immer dann, wenn es wirklich darum geht, punktgenau Leistung abrufen zu können, in einem Umfeld, wo Leistungen nah beieinander liegen. Also ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel, wenn zwei Fußballvereine gleich gut oder ähnlich gut spielen und es letztendlich darum geht, wessen Kopf spielt besser mit, um nachher dann das Spiel für sich zu gewinnen. Dann komme ich auf den Plan und helfe eben den Spielern in dem Fall, den Kopf wirklich so mental stark zu machen und auf Sieg zu programmieren, dass Selbstzweifel oder Teamkonflikte oder alles, was vorher gelaufen ist, in irgendeiner Weise in dem Moment nicht zählt, sondern ich fokussiert auf mein Ziel bin und ich es wirklich schaffe, das Ziel, was ich mir gesetzt habe, was ganz viel mit Zielklarheit zu tun hat, dann auch erreicht wird. Das ist eine Facette. Zum anderen unterstütze ich Unternehmen da drin und Unternehmen mehr, ihre Ziele zu erreichen. Da geht es häufig um so Themen wie Umsatzsteigerung oder Performance, also auch hier sowas wie setze ich meinen Wunschpreis durch, weil wenn ich adäquate, perfekte Leistung biete, kann es nicht sein, dass ich zu schlecht bezahlt werde. Auch das wiederum hat was mit meinem eigenen Mindset zu tun, ne? Wie viel bin ich mir selber wert und wie stark bin ich in der Kommunikation nach außen, das vertreten zu können. Und das, was er ja schon erwähnt hatte, ich verrate mich im Zweifelsfall durch meine Körpersprache. Das heißt, nur mantraartig sich was einzureden, aber nicht davon überzeugt zu sein, wird nicht den gewünschten Erfolg haben. Das heißt, es geht darum, wirklich mal die Ursachen im Unterbewusstsein erstmal ins Tageslicht zu bringen und dann auch zu verändern, sodass ich nachher eine andere Wirkung, eine andere Ausstrahlung nach außen bekomme, um einfach mit spielender Leichtigkeit mein Ziel zu erreichen und nicht mit, ich sag mal, verbittertem Kampf, sondern mit Leichtigkeit wirklich das zu erzielen. Das wäre so der zweite Aspekt meiner Arbeit und ein so ein, ja, Herzensthema, worum ich mein Repertoire quasi ergänzt habe, ist das Thema Gesundheit, weil es mich und meine Familie auch selber betrifft. Das heißt, es eine Vorgeschichte gibt und auch da Menschen zu begleiten und zu unterstützen mit Mentaltechniken, ja, für ihre Gesundheit was zu tun. Beispiel, sie kommen zu mir und sagen, ich habe Rückenschmerzen, ich war bei drei Ärzten, die können mir aber jetzt irgendwie nicht erklären, da ist nichts Findbares, schulmedizinisches, aber es tut trotzdem weh. Und ich arbeite mit einer wissenschaftlichen Methode, um Ursachen für zum Beispiel Erkrankungen oder für Stressphänomene rauszubekommen und die dann auch zu verändern, sodass sie nachher im Idealfall rausgehen und sagen, es tut nicht mehr weh oder es tut deutlich weniger weh. Ne? Und bekommen dann Tipps von mir an die Hand, was sie selber machen können, damit es keine Abhängigkeit von mir gibt, sondern sie in die Selbstermächtigung kommen. Was kann ich tun, dass, falls es nochmal in irgendeiner Form andere Wehwehchen oder Symptome gibt, ich die Signale meines Körpers verstehe und deuten und umsetzen kann, um auch da dann ja meine gesundheitlichen Ziele zu erreichen. Okay. Gehen wir da mal ein Level tiefer gerne. Ja? Was für Techniken wenden Sie da an? Was heißt denn, was machen Sie denn konkret, damit ein Sportler jetzt zum Beispiel sagt, oder eine Fußballmannschaft, oder im Handball arbeiten Sie, glaube ich, richtig? Ebenfalls auch im Handball, ja. Okay. Dass die Mannschaft dort mental so eingestellt ist, dass da nichts mehr ablenkt, dass die auf Gewinn programmiert ist, dass die auf Erfolg programmiert ist. Ich möchte unseren Zuschauern ja ganz praktische Dinge mit rübergeben für das Thema erfolgreicher werden. Also ich arbeite mit ganz unterschiedlichen Techniken, weil es gibt nicht die eine ultimative Technik, die für alles hilft, sondern es geht letztendlich darum, das Mindset dauerhaft zu verändern, ne? Das heißt wirklich, das in meine Birne zu bekommen, was ich letztendlich möchte und nicht Mentaltraining immer in die falsche Richtung zu tun. Denn ich stelle die These auf, jeder von uns ist Mentaltrainingsweltmeister, blöderweise in die falsche Richtung. Das Okay. heißt, wir überlegen uns, was kann im schlimmsten Fall alles passieren, wenn der Kunde Nein sagt, wenn ich den Abschluss nicht hinkriege, wenn ich umknicke, wenn was auch immer passiert. Das heißt, ich male mir Bilder in meinem Kopf aus, die nur nicht ganz zielförderlich sind. So, und ich rufe dazu auf, genau andersrum zu denken, nämlich vom Ziel aus, also mir vorzustellen, was im Idealfall verläuft.
Wenn ich meinen Wunschpreis beim Kunden durchsetzen kann, wenn die Verhandlung genau so gelaufen ist, wie ich es mir wünsche, wenn mein Kunde nachher nickt, wenn mein Chef sagt, das war ein angenehmes Gespräch, was auch immer mein Ziel ist. Das heißt, es muss gar nicht aufs Business ausgerichtet sein. Es kann auch im Privatleben sein, dass ich sage, ich möchte ganz gerne mit meiner Familie darüber sprechen, wohin wir als nächstes in den Urlaub fahren. Und auch das ist ja eine Art von Verkaufsgespräch, jemanden also von seiner Meinung zu überzeugen, dass ich vielleicht Sonne ganz toll finde und auch nach Teneriffa möchte. Während vielleicht der Mann noch davon überzeugt ist, dass vielleicht Skifahren ganz schön wäre. Und ne, auch da, wie bekomme ich es hin, überzeugend Argumente vorzubringen und andere für mich zu gewinnen auf eine angenehme Art, die dann für beide stimmt. Um aber ganz konkret zu werden, einer meiner persönlichen Haupttechniken oder Tools ist die Wingwave-Methode. Das ist ein neurobiologisches Kurzzeitcoaching, wo es darum geht, punktgenau Stressursachen und Ursachen im Unterbewusstsein zu finden, die mich davon abhalten, dort zu sein, wo ich eigentlich hin möchte. Mhm. Also Beispiel aus dem Sport, jemand merkt, dass er im Zweikampf um den Ball nicht mehr so offensiv ist oder nicht mehr so progressiv nach vorne spielt, wie er sich das vorstellt. Mhm. Und dann kann es sein, dass wir anhand mit einem Muskeltest an die Ursache davon kommen und dass wir herausfinden, derjenige hat mal sich die Achillessehne verletzt und hat seitdem total Angst, dass das logischerweise nochmal passieren könnte. Mhm. Und die Angst spielt immer mit. Das heißt, es geht darum, die 18 cm zwischen linkem und rechtem Ohr davon zu überzeugen, dass das vorbei ist, dass das erledigt ist und dass das nicht immer mitspielt. Okay, danke. Liebe Sonja Volk, welche Tipps haben Sie für unsere Zuschauer? Okay, also Erfolg hat ja, wie wir festgestellt haben, viele Facetten. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich ein paar Anregungen mitgeben. Es fängt damit an, dass Erfolg ganz viel mit Emotionsmanagement zu tun hat, also seine eigenen Gefühle managen zu können. Mhm. Weil wir kennen das alle, dass wenn wir zum Beispiel nervös sind von einem Verkaufsgespräch oder von einem sportlichen Wettkampf, auf einmal Angst bekommen und nicht nur ein mulmiges Gefühl, sondern eine Angst, die ungerechtfertigt ist, kann ich mir damit arg im Wege stehen. Das heißt, es geht darum, schnell ungute Gefühle loszuwerden, beziehungsweise die in hilfreichere Gefühle zu ändern, also sowas in Vorfreude oder angenehme Vorfreude, Vorspannung, Aufregung. Und dann möchte ich gerne die Butterfly-Technik vorstellen, und zwar dient die dazu, unangenehme Emotionen in Minuten schneller abzubauen. Ja, interessant. Und dazu tut man Folgendes, also als Beispiel, Sie haben sich gerade über jemanden geärgert, weil Ihnen jemand die Vorfahrt genommen hat im Alltag, wir nehmen mal ein plastisches Beispiel. Und jetzt können Sie natürlich high on emotion sein und sagen, okay, ich reg mich die nächsten 3 Stunden auf, können aber auch sagen, ich möchte das relativ schnell, dass der Dampf bei mir wieder raus ist. So, und dann kennen Sie so Redewendungen wie, ich kriege so eine Krawatte. Das heißt, man kriegt eine körperliche Reaktion auf seine Emotion, auf sein Gefühl. Ne, wenn man sich aufgeregt und wütend ist, merkt man irgendwas, ein Grummeln im Bauch oder Kloß im Hals. Das heißt, Aufgabe Nummer 1 ist erstmal, sich klar zu werden, was passiert emotional gerade mit mir. Bin ich traurig oder bin ich ängstlich oder bin ich wütend? Also erstmal ein bisschen zu definieren, was für einen Gefühlszustand habe ich gerade. Mhm. Punkt 2 ist dann, wir nennen das Bodyscan, mal in den Körper reinzufühlen, wo macht sich das bemerkbar? Also Angst sitzt im Nacken, kriege ich vielleicht Nackenziehen oder grummelt es im Bauch oder was macht sich bemerkbar? Ich nehme mal als Beispiel, ich hätte ein Grummeln im Bauch. Mhm. Und dann als 3. kreuze ich die Arme, sodass beide Arme jeweils auf dem anderen Oberarm liegen. Und klopfe abwechselnd und ganz schnell auf den Oberarm mit dem Fokus auf mein doofes Bauchgrummeln. Okay. Und denke so vor mich hin, dass es mich geärgert hat. Wie kann der Idiot mir die Vorfahrt nehmen als Beispiel? Und während ich tappe, merke ich, dass sich dieser Satz relativiert, dass irgendwie so sowas passiert, ne? Dass irgendwie die Luft da rausgeht. Und dadurch sind Sachen nicht ungeschehen, aber ich kriege ein anderes emotionales Gefühl dazu, indem ich dann vielleicht so, ja, es ist wie es ist, ist doof gelaufen, aber vorbei. So, das heißt, ich kann sehr schnell dafür sorgen, weil das meistens unter einer Minute ist, dass das Tappen seine Wirkung zeigt, dass ich mich aus doofen Gefühlen raus befreie. Und dann den 2. Tipp, den ich den Zuschauern mitgeben möchte, weil der wäre im Anschluss sehr hilfreich, wenn man die Thymusdrüse klopft. Das ist ungefähr hier der Punkt. Wenn man da einfach sachte mit der Hand drauf klopft, dann stärkt man so seine Grundkraft und ist ein Stück weit selbstsicherer und überzeugter. Also auch sehr sinnvoll, wenn man zum Beispiel in Verhandlungsgespräche geht, weil diese stärkende Wirkung ungefähr 2 Stunden anhält. Das heißt für die meisten Gespräche durchaus ausreichend. Also wenn ich vorher Unangenehmes weggetappt habe und mir ein bisschen Grundkraft zur Stärkung dazugeholt habe, bin ich sicherlich für den Alltag schon mal sehr, sehr gut gerüstet, um auch da meine Erfolge in welcher Form auch immer sichtbar zu machen. Cool, Dankeschön. Gerne. Ja, und liebe Nadine Hagen,
Welche Tipps hast du für unsere Zuschauer, kurz, knackig auf den Punkt, für das Thema Erfolg? Was habe ich? Ich fand diese Butterfly-Technik übrigens fand ich ganz toll. Die habe ich eben nachgemacht.